Hilfestellung zur Anmeldung mit der Gesundheitskarte in der eRezept-App. Um E-Rezepte digital empfangen und einlösen zu können, müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Zunächst benötigen Sie ein NFC-fähiges Smartphone, auf dem die E-Rezept-App installiert ist. Außerdem benötigen Sie eine NFC-fähige Gesundheitskarte inklusive PIN, die Sie bei Ihrer Krankenkasse bekommen. Dass Ihre Gesundheitskarte NFC-fähig ist, erkennen Sie daran, dass unterhalb der Deutschlandfahne eine sechsstellige Zugangsnummer aufgedruckt ist, beziehungsweise am NFC-Symbol. Sollten Sie eine neue Karte benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Krankenversicherung. Um zu prüfen, ob NFC auf Ihrem Gerät aktiviert ist, gehen Sie in die Einstellungen Ihres Smartphones und suchen Sie im Suchfeld nach NFC. Gehen Sie in die NFC-Einstellungen, die je nach Gerät unterschiedlich benannt sein können. Prüfen Sie, dass diese Funktionalität aktiviert ist. Gehen Sie anschließend zurück in die eRezept-App. Beim erstmaligen Start der App erwartet Sie eine kurze Einführung. Geben Sie einen Namen an, mit dem Sie in der App angesprochen werden möchten. Sichern Sie die App anschließend mit einem Passwort, Ihrem Fingerabdruckscan oder der Gesichtserkennung. Schließen Sie das Onboarding ab. Um eine neue Gesundheitskarte mit dem Gerät zu verbinden, klicken Sie auf Aktualisieren. Starten Sie die Anmeldung mit einem Klick auf Los geht's. Wenn Sie noch keine NFC-fähige Gesundheitskarte oder PIN haben, können Sie diese in den Einstellungen der App bei Ihrer Krankenkasse beantragen. Geben Sie die Zugangsnummer Ihrer Gesundheitskarte ein und klicken Sie auf Weiter. Geben Sie im nächsten Schritt die PIN ein. Auf manchen Geräten können die Anmeldeinformationen durch ein biometrisches Merkmal ersetzt werden. Halten Sie die Gesundheitskarte nun an die Rückseite Ihres Smartphones und suchen Sie die optimale Position. Sobald Ihr Gerät die Karte erkannt hat, dürfen Sie die Karte nicht mehr bewegen. Die Position der NFC-Schnittstelle im Smartphone kann je nach Hersteller und Modell unterschiedlich sein. Daher gibt es nicht die eine richtige Position für alle Geräte. Zur Hilfestellung zeigen wir Ihnen nun die Anmeldung für verschiedene Geräte. Generell können folgende Hinweise helfen. Bei einigen Geräten befindet sich die optimale Position in der oberen Hälfte. Sollte auch nach mehreren Versuchen keine Verbindung aufgebaut werden können oder diese bei 25% stehen bleiben, so brechen Sie den gesamten Vorgang über Abbrechen ab. Starten Sie ihn erneut mit einer anderen Halteposition der Karte. Halten Sie die Karte um 45 Grad oder 90 Grad gedreht an das Gerät. Wenn es nicht klappt, legen Sie die Karte auf eine ebene Unterlage, zum Beispiel einen Tisch, und platzieren Sie das Telefon direkt darauf. Bewegen Sie das Telefon langsam umher, bis eine Verbindung aufgebaut werden kann. Hüllen können die Verbindung stören, daher entfernen Sie diese bitte. Außerdem benötigt das Smartphone ausreichend Akku. NFC wird manchmal nach einer gewissen Zeit abgeschaltet. Um es wieder zu aktivieren, schalten Sie das Display aus und wieder an. Starten Sie gegebenenfalls das Smartphone neu. Weitere Hilfestellungen finden Sie zum Teil auf den Seiten der Smartphone-Hersteller.